So, jetzt gehe ich am besten hier gleich raus. Ja, mega, Tanja, das ist Wahnsinn, was irgendwie entstanden ist, seit wir uns kennen. Das ist echt geil. Und dann ist erst, lass mich nicht lügen, 2 Wochen, 3 Wochen. Es ist gefühlt lange, aber de facto echt kurz, weil irgendwie in der kurzen Zeit schon so viel passiert ist. Ja. Genau, und ja, ich hatte ja dieses Live-Coaching hier mal vor ein paar Wochen ins Leben gerufen, weil ich gedacht habe, ja, das ist eine coole Idee, mache ich mal. Just fucking do it. Und beim letzten Mal war ja die Katja bei mir. Und dann hatten wir da ja schon in dem Coaching so einen kleinen Rollentausch gemacht, weil das einfach so gepasst hat. Dann hatte ich der Katja ja angeboten, so, hey, wenn du mal magst, warum nicht? Und dann dachte ich mir eigentlich so, hey, das ist eigentlich eine coole Idee. Genau, die Katja hat jetzt noch sich dabei ein bisschen mit ihrem Programm und Themen beschäftigt und derweil sind wir schon mal in die Tat geschritten sozusagen, weil es einfach halt, ja, du auch da Bock drauf hast und jetzt freue ich mich total, dass ich bei dir im Coaching sein darf und halt jetzt ab sofort die Klappe und übergebe dir sozusagen das Ruder. Naja, das mit dem Klappe halten wird nicht so wirklich funktionieren. Wahrscheinlich. Und als wir das abgesprochen hatten mit dem Rollentausch oder du für dich entschieden hast, Mensch, hast diese Entscheidung ja auch nicht ohne Grund getroffen, zu sagen, ich will jetzt mal auf die andere Seite des Tisches wechseln, sozusagen. Und als wir da besprochen hatten, hattest du auch ja relativ schnell dein Thema. Und vorhin auch, ne, vor einer Stunde ungefähr, hast ja ein kurzes Video eingestellt. Und wenn ich das so sagen darf, da konnte ich schon sehr gut sehen, wie angespannt du warst. Du hast es ja auch gesagt, dass da gerade ganz viel arbeitet und du ein bisschen auch sensibler bist heute, sentimentaler auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, ja. Und meine erste Frage wäre jetzt auch tatsächlich ohne dieses Intro dahin gegangen. Was ist passiert, seit du dich entschieden hast mit diesem Thema, dass du gleich bitte noch mal kurz vorstellst, deine Fragestellung? Also die Entscheidung, das zu tun, mit diesem Thema ins Coaching zu gehen, bis zu dieser Minute. Was ist passiert und was hat sich verändert schon? Genau. Ja, ich hatte ja, es ist ja die Tage irgendwie entstanden, dieses Thema. Und ich habe natürlich auch geguckt, okay, wo kommst du her, so aus welcher Ecke, wo ist unsere Verbindung und was spüre ich, ist da gut aufgehängt. Und wie das dann immer so ist, in so Coaching-Prozessen entwickelt sich dann so ein Thema und genau auf dem Punkt ist es dann auch irgendwie echt reif. Und reingegangen bin ich ja mit diesem Thema. Ja, dass ich halt als feinfühlige Scanner-Persönlichkeit halt, ich habe die Woche einfach wieder festgestellt, dass ich nicht gruppenkompatibel bin. Im Sinne von, wenn ich halt in anderen Gruppen bin, in denen ich Teil bin, tue ich, also einerseits freue ich mich total, wenn ich dort Impulse einbringen darf. Im Sinne von, also in meiner Coaching-Gruppe, da wo ich jetzt gerade im Coaching-Programm bin, wo es um Positionierung, um Angebot und Vertriebsstrategie und sowas geht, weil halt das für mich genau die Einladung ist, auf die ich immer warte. So geil, da kann ich jetzt was zu sagen, weil ich sehe es ja. Und komme aber dann schnell an den Punkt, wo ich dann in so Gruppen halt auch anecke, weil ich halt Dinge halt sehe, die halt für mich total offensichtlich sind, aber für andere halt irgendwie so in your face und vielleicht irgendwie schon ein bisschen 2 Etagen tiefer. Also ich bin eigentlich schon an der Stelle, wo man sagt, hey cool, da könnten wir jetzt irgendwie arbeiten und jemand anderes ist vielleicht noch an der Oberfläche und versucht gerade irgendwie so, hey, wie erstelle ich jetzt irgendwie ein Video, wo ich gerade merke, ich habe Schwierigkeiten und ich merke halt schon, was eigentlich so drunter eigentlich die Handbremse ist, die da angezogen ist. Was im Ergebnis halt dazu führt, dass ich mich dann deswegen schnell in Gruppen unwohl auch wieder fühle, dass das dann in so eine Umkehrwirkung hat, weil ich halt schnell merke, irgendwie so, okay, das ist zu viel. Und das Spannende ist, und jetzt komme ich an den eigentlichen Punkt, was jetzt so sich entwickelt hat bis zu der Sitzung jetzt. Ich spüre ja hier in meiner eigenen Gruppe, in der Just Fucking Do It Gruppe, genau das Gegenteil. Nämlich spüre ich da, wie geil, was hier alles entsteht durch diese Energie, die hier irgendwie sich ergibt auf Basis dessen, wofür ich den Raum schaffe mit meiner Energie. Und das ist gerade so,
so konträr irgendwie für mich im Erleben, weil auf der einen Seite, ich freue mich halt echt jeden Tag, wenn hier, was hier sich alles tut. Ich kann es, also ich wirklich, ich bin super dankbar. Ich freue mich wirklich, das ist irre geil. Und auf der anderen Seite bin ich aber halt dann selber in Gruppen. Ich bin gerade heute wieder in eine neue Coaching-Gruppe rein, wo es, das ist meine Mindset-Mastermind-Gruppe, da wo es darum geht, dass ich quasi mein Mindset weiterentwickle auf dem Weg zum Millionär. Und da auch mir heute Morgen schon gedacht habe, so irgendwie, schon wieder jetzt eine Gruppe irgendwie und eigentlich will ich mich doch jetzt nur um meins kümmern und das andere interessiert mich doch gar nicht, also die Schwingungen. Und bin da jetzt gerade so ein bisschen in so einer Bredouille, weil ich, weiß ich nicht, ich habe heute Morgen gemerkt, wie ich da mir schwer getan habe, da reinzufinden, weil ich irgendwie gar keinen Bock auf Gruppe hatte, sondern irgendwie nur so auf meinen Prozess. Und da habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, ob es ein Konflikt ist. Ich glaube, heute kam nochmal irgendwo im Austausch mit der Veronika nochmal der Begriff auf die Angst vor der eigenen Größe. Und ich glaube, mit der bin ich gerade so ein bisschen konfrontiert. Weil das, was ich auf der einen Seite negativ wahrnehme, nehme ich auf der anderen Seite in meiner eigenen Gruppe ja unfassbar positiv wahr. Und was ist deine Frage? Ja, meine Frage ist, ja, wie kann ich damit besser umgehen lernen? Wie kann ich, also, ich möchte da irgendwie ein, ja, ich möchte mich selbst mehr akzeptieren können, so oder wie ich bin und Stopp. Mehr ab, also, ja. Schreib diesen Satz bitte auf. Jetzt. Und sag ihn bitte noch mal laut. Ich möchte mich selbst mehr akzeptieren können. Sagst du ihn noch einmal bitte? Ich möchte mich selbst mehr akzeptieren können. Schau den Satz noch mal an. Was macht er mit dir? Er schränkt mich ein. Okay. Was machst du mit Dingen, die dich einschränken, die du erkannt hast und die dich einschränken? Ich versuche, andere Wege zu finden. Also ich versuche es loszuwerden. Ich versuche es zu transformieren. Ich versuche es in irgendeiner Form loszuwerden. Ja. Wie kannst du diesen Satz jetzt, der da vor dir liegt, loswerden? Was könntest du jetzt damit machen? Also physisch könnte ich jetzt einfach den Zettel wegschmeißen, aber das führt natürlich nicht zum Ergebnis. Das Können habe ich gemerkt, dass das mit mir was macht. Also dieses, ich möchte mich selbst mehr akzeptieren, ist der Wunsch an mich. Und das sehe ich, realisiere ich ja bereits, indem ich so Dinge tue, indem ich einfach Dinge tue, die ich geil finde und ja, die einfach auslebe, wie zum Beispiel die Gruppe hier. Und jetzt kommt aber dieses Wörtchen Können rein, weil da bei mir irgendwie halt so ein Ding ist, wenn ich dann spüre, das ist irgendwie geil, dann ja, da ist irgendwie eine Blockade halt in dem. Das Wörtchen Können macht dir eine Blockade. Oder da wird eine Blockade sichtbar. Genau. An welcher Stelle sitzt dieses Wörtchen Können in dem Satz? Am Schluss. Okay. Wie wäre es, wenn du jetzt diesen Zettel nimmst und das letzte Wörtchen entfernst? Nimm es weg. Nicht durchstreichen, nimm es weg. Das wegnehmen kann ich ja nicht, steht ja da drauf. Ja. Wenn es das letzte Wörtchen ist, wie könntest du das physisch tun? Physisch?
indem ich es tatsächlich hier rausreiße aus dem Zettel. Guck mal. Oder okay. Ist es. Okay. Und was willst du jetzt damit machen? Was machst du mit Sachen, die dich blockieren, die du loswerden möchtest, von denen du dich verabschiedest? Also ich möchte es nicht achtlos wegwerfen, sondern Moment mal, also wenn ich mir das jetzt als Einzelwort anschaue, ist Können ja eine Ermächtigung. Das heißt, ich könnte jetzt einfach auch Können mit Möchte tauschen und sagen, ich kann mich selbst mehr akzeptieren. Bam. Das wäre ja fast noch geiler. Kann es wirklich so einfach sein? Ich könnte, jetzt habe ich hier könnte stehen. Das ist, ich könnte mich selbst mehr akzeptieren. Ich könnte mich selbst mehr akzeptieren, wenn ich noch mehr positive Erfahrungen sammle. Und das tue ich ja bereits. Ich sammle ja wahnsinnig viel positive Erfahrungen, aber irgendwie die Woche habe ich jetzt oder so die letzten Tage habe ich halt wieder, also ja, habe ich mich aus der einen Gruppe so ein bisschen rausgezogen, habe da keine Feedbacks mehr gegeben und bin da für mich gerade auch so am Sortieren, ob mich das da überhaupt hinträgt, wo ich hin möchte. Und in der anderen Gruppe, da geht es ja gerade darum, dass ich erst reinfinde und da bin ich aber eben mit diesem Widerstand konfrontiert, so okay, soll ich mich jetzt da öffnen, und ich merke auch, wie ich da energetisch, ich bin da noch nicht drin. Ich war da heute Morgen dabei, aber ich war noch nicht drin, so. Ja, aber jetzt nicht ganz so weit weg von dem könnte und diesem Satz. Okay, ein Versuch war es wert. Könntest dich mehr selbst akzeptieren, wenn, wie hast du den Satz eben weitergesprochen? Nicht mehr positive Erfahrungen sammeln würde, das tue ich Punkt. Ja bereits, Punkt. Wenn ich mehr positive Erfahrungen sammle, Punkt, Gegenwart. Und wenn du sagst, was passiert bei dir, wenn du diesen Satz sagst, naja, wenn ich mehr positive Erfahrungen sammle, was passiert, wenn du diesen Satz hörst und sagst? Ja, das fühlt sich nach Bestätigung an, nach Bestätigung, weil? Ja, weil es mich in dem bestätigt, was ich schon weiß, was da ist. Und es geht ums Spüren. Also es geht ums Spüren. Genau. Ich habe heute echt einen Tag gehabt, wo ich mich nicht gut gespürt habe. Das ist heute echt, ich merke es direkt. Also ich bin heute nicht in guten Kontakt mit mir und habe trotzdem, ja. Wie kriegst du das hin? Spannenderweise, ich habe ja, bevor wir jetzt hier reingegangen sind, habe ich noch eine Meditation gemacht, 15 Minuten. Viel zu kurz, und ich werde nachher noch mal reingehen, weil es so schön war. Ich war nämlich innerhalb von Sekunden an meinem Lieblingsort. Ich war wieder in Nepal, wo ich letztes Jahr war. Ich war da mitten in den Bergen, ich war im Kloster, ich habe Freiheit gespürt. Es war unfassbar geil und ich habe den Wunsch verspürt, ich will da schnellstmöglich wieder hin. Also und insbesondere das Gefühl will ich, das ist das Gefühl, was damit verknüpft ist. Das ist Gefühl von innerer Freiheit. Meditation, Freiheit, das ist aber jetzt ein anderer Topf. Wir sind jetzt immer wieder einen Schritt zurück bei der Selbstakzeptanz, Selbstannahme, Bestätigung. Du hast alles. Zurückgehen. Wie holst du dir das, was du ja schon hast? Du hast mehr als genügend Bestätigungen und positive verbundene Emotionen damit. Wie holst du sie dir? Du meinst jetzt praktisch in Beispielen jetzt, also in dem, was passiert oder ganz generell? Oder was ich tun kann? Und was du sowieso tust.
Was würdest du einem Coachee empfehlen? Wie knüpft er an Erfahrungen, die ihn stärken, die ihn nähren, die ihn bestätigen? Wie geht er, wie holt er sich das ins Hier und Jetzt zurück? Naja, indem ich mich halt an bewusst halt an Situationen erinnere, wo ich halt diese Selbstakzeptanz in dem Fall bereits erfahren habe. Oder halt indem ich jetzt Situationen pflege, wo ich diese Selbstakzeptanz wahrnehme. Ab jetzt kannst du das für die Zukunft tun, aber um dich jetzt schon zu nähren und zu stärken, da würde ich dich jetzt tatsächlich einladen, ich gehe noch einen Schritt weiter, dass du nicht nur in Erinnerungen schwelgst, sozusagen, in die Situation zurückgehst, sondern vor allen Dingen auch hier und jetzt, in dem Augenblick, wo du dich an diese Situation erinnerst, erinnerst du dich auch an diese positiven Gefühle, an Good Feelings, an Good Vibrations. Und du erinnerst dich auch, wo diese Good Vibrations sitzen in deinem Körper. Hier spricht unser Körpergedächtnis an. Emotionen sitzen im Körper. Wo sitzen diese Gefühle? In welcher Körperregion kannst du es spüren? Und dort setzt du dir deinen Anker. Und okay, jetzt kommt er. Ja, spannend. Okay, geil. Dort holst du dir immer wieder, wenn du es brauchst, diese positiven Gefühle zurück. Im Augenblick sind sie noch im Kopf verankert. Ich erinnere mich. Und je häufiger du das tust, indem du nicht nur die Vergangenheit, dich erinnerst an schöne Gefühle und Situationen, sondern auch tatsächlich an die körperlichen Emotionen, wo sie herkommen, bist du direkt wieder in der Tiefe, bist du direkt da drin. Das ist eine reine Trainingssache. Und das zahlt auch ein sozusagen auf die Zukunft. Also auf, dass du das, was du in Zukunft an guten Emotionen, guten Erfahrungen, stärkenden, nährenden Situationen erleben wirst, dass du das sehr viel schneller und bewusster auch mit Emotionen in genau dieser Körperregion, wo auch immer, verbindest und verankerst. Dass du immer ohne lange Meditation sofort Zugriff drauf hast. Das könntest du noch verstärken, indem du zum Beispiel mit einer Körperbewegung das verbindest. Was ja nicht jeder erkennen muss, wenn du dich an die Schulter packen oder im Nacken oder Ohrläppchen oder whatever, ne, was dir da so liegt. Und du kannst sozusagen auf Knopfdruck, wenn du das trainierst und immer öfter machst, auf Knopfdruck kannst du dich in diese emotionale Stimmung versetzen und das wieder zurückholen und anknipsen. Spannend, als du das gesagt hast, musste ich mich nämlich auch direkt daran erinnern, als ich selber in meiner Coaching-Weiterbildung haben wir nämlich auch genau so eine Übung gemacht und da habe ich tatsächlich so einen Anker gesetzt und ich habe auch gerade jetzt die Hand da, man sieht es jetzt nicht, aber die Hände sind hier unten am Bauch und da ist spannenderweise, wo ich auch immer genau dieses Akzeptanzthema spüre, wenn es eben nicht da ist. Darf ich dich einladen? Ja. Du hast deine Hände jetzt auf dem Bauch? Ja. Du spürst das Thema Akzeptanz genau da? Ja. Magst du mal kurz die Augen schließen? Okay. Und du spürst jetzt, was genau, welches Gefühl spürst du da jetzt gerade unter deinen Händen? Also jetzt gerade im Moment spüre ich eher so ein Völlegefühl vom Essen, aber auch tatsächlich noch so ein bisschen dieses Unsicherheitsgefühl im Bauch. Also bei mir sind so Beziehungs-, Anerkennungs-, Akzeptanzthemen sind bei mir immer in der Bauchgegend. Und da spüre ich im Moment eher eine Schwere. Eine Schwere. Kannst du sie näher beschreiben? Hat sie vielleicht eine Farbe? Hat sie eine Dichte, eine Konsistenz, eine Form, eine Oberfläche? Schau sie dir von allen Seiten an, dieses Gefühl. Wenn du magst, nimm es zwischen deine Hände in der Visualisierung. Das ist eher wie so ein Nebel, ich kann das nicht genau greifen. Es ist wie so ein grauer Nebel und aber auch irgendwie wie so ein Klotz. Also jetzt im Moment ist es eher so ein diffuses Gefühl.
Hat es eine Oberfläche, dieses diffuse Gefühl, wenn du es anschaust, wenn du es nicht anfassen kannst, aber wenn du auf die Oberfläche schaust? Ja, so grau-dunstig. Grau, dunstig, okay. Grau-dunstig, so wie so ein Nebelfilm, so. Ist es eher feinporig? Ist es eher grob? Ja, fein. Eher fein, okay. Verändert sich die Farbe vielleicht fließend? Hat es eher Kurven oder Ecken? Nee, es ist wie so ein Rauch oder Nebel, das hat weder Kurven noch Ecken, sondern das ist so wie so eine wabernde, ja, wie so eine Rauchwolke, Nebelschwade, so, man kann es eben nicht genau greifen. Ist da viel Bewegung drin? Ist es eher ruhig? Ist es in einer Dynamik, dass es sich in einem Kreis bewegt? Ist es still? Ist es laut? Es ist still, subtil, so im Hintergrund. Es ist ständig irgendwie in Bewegung und Veränderung. Ich hatte kurz auch mal, als ich so drüber nachgedacht habe, oder versucht habe, es zu greifen, hat sich es auch irgendwie verändert und es ist weißer geworden. Und dann, ich glaube, das kann zu so einem schönen, zu so einer Wolke, zu was Schönem werden, zu was. Nicht was Dunkles, Unangenehmes, Nebliges, was irgendwie so blockiert und die Sicht versperrt, sondern ich glaube, das ist eigentlich was ganz Angenehmes. Wenn du deine Hand ausstreckst und versuchst, es zu berühren, nicht zu greifen, nicht Besitz ergreifen, sondern versuch es zu streicheln, sich ihm zu nähern, ganz sanft, verändert es sich dann? Ja, wenn ich es versuche, ja, wenn ich jetzt mit dieser Perspektive rangehe, dann kann ich das in meiner Hand halten, so in beiden Händen. Und es ist wie so ein weiches, ja, wie so ein Wattebausch, wie so was ganz Weiches, Zartes, Sanftes, was sich geborgen fühlen möchte. Wie so ein Baby. Schau mal um dich rum. Kannst du vielleicht eine Box, ein Gefäß, eine Kiste finden, wo genau diese Bedürfnisse befriedigt werden? Es ist geschützt, es ist sichtbar, Jetzt in meinen es ist laut, Gedanken oder tatsächlich physisch? wie du magst. Okay. Dann bleibe ich in Gedanken. Ja. Mag es gut aufbewahrt werden, beschützt werden? Und wenn ja, wie und wo? Ja, es ist. Also jetzt tatsächlich physisch, wenn ich es jetzt irgendwo hinlegen müsste, dann würde ich es auf mein Bett legen, wo es weich liegen kann. Fühlt es sich dort wohl? Ja, aber auch alleine. Also das würde sich nur dann wohlfühlen, wenn ich dabei bin. Wenn ich es jetzt da hinlegen würde und ich würde weggehen, dann wird es sich alleine und nicht gesehen und nicht geborgen fühlen, weil es ist ein Teil von mir. Dann such einen Platz in dir. Such den richtigen Platz in dir. Mag es dorthin gehen? Ja, Mag es dort sein? es mag hier rein, da fühlt es sich geborgen. Ist dort Platz? Magst du es dort ablegen? Ja. Wie hat es sich jetzt verändert? Grau, neblig, diffus, nicht greifbar war es eben. Hat sich etwas verändert jetzt? Es verändert sich gerade.
Ja, es wird zu Licht. Es wird zu Licht. Zu Licht und letztlich Liebe. Also es ist ein Teil meines Herzens. Damit, ja, es bringt dieses Herz zum Strahlen. Ja. Magst du es jetzt dort ablegen? Ja. Mag es dort auch bleiben? Ja. Dann verabschiede dich kurz. Und wenn du magst und soweit bist, komm dann wieder zu mir zurück. Ins Hier und Jetzt. Ich möchte noch kurz in dem Moment bleiben. Ja. Wie geht es dir jetzt? Ich musste gerade, als ich jetzt die Hand weggenommen habe und wieder angekommen bin, habe ich gemerkt, wie das zu einer Weite geworden ist. Zu einer Weite, das ist wie wenn, das war da schon und ist jetzt irgendwie runtergerutscht zuvor und jetzt habe ich es wieder hochgetan. So. Und da gehört es hin. Ja. Und jetzt strahlst du wieder. Ja, jetzt strahle ich wieder. Ja. Das war die Frage hinter der Frage. Ja. Ja, das ist die Liebe, die Selbstliebe. Ich glaube, mit der habe ich halt manchmal die, ja, mal die, wenn dann irgendwas passiert, was mich wieder zweifeln lässt, oder wenn ich halt dann so komische, ja, irgendwie halt im Außen dann so Dinge gespiegelt bekomme, oder ja, ich weiß gar nicht, halt irgendwie so Schwingungen spüre, dann geht da das Selbstvertrauen ein bisschen verloren und dann. Das hängt auch mit unserem Wesensmerkmal der Hochsensibilität zusammen. Ganz klar. Wir neigen relativ schnell dazu, Stimmungsänderungen, Situationsänderungen, sich wiederholende Muster sehr stark mit Emotionen und mit Bewertungen zu belegen. Sehr viel intensiver. Und gerade in Situationen, und ich meine, du bist gerade eigentlich auf der doppelten Überholspur, ja, eigentlich überholst du dich selber gerade und hast dein Turbo nicht wirklich unter Kontrolle, die Rakete unter deinem Arsch. Ja, ja? Und natürlich sind in solchen massiv energiereichen Zeiten der Kontakt zu sich selber kann dann schon mal abreißen, kurzzeitig. Diese Verbindung zu sich selbst. Die Verbindung zu anderen Menschen, die ist davon in der Regel nicht betroffen. Sonst könntest du deine Arbeit überhaupt nicht tun. Aber kurzzeitig zu sich selber einfach. Und das ist schon erstaunlich, wie extrem sensitiv du da dich gut im Blick hast, dass da eben gerade etwas schief anfängt zu laufen. So, und dass du sehr früh schon gegensteuerst. Und natürlich, ich meine, das ist ein Muster. Jeder hat von uns seine Lebensthemen. Und deins
Eines deiner Lebensthemen ist ganz offensichtlich, nicht gruppenkompatibel zu sein, wobei das ein Glaubenssatz ist. Ganz klar. Ist ja immer die Frage, in welcher Rolle in dieser Gruppe. Also das ne? ist, so, ich genau. meine, ich kann das gut verstehen, weil ja, ich kenne das sehr gut. Ich würde dich gerne einladen, auf deine Sprache etwas mehr zu achten in Zukunft. Gerade so deine Anfangssätze heute, ne? Ich bin nicht gruppenkompatibel. Punkt. Gesetzt. Du kennst das Gesetz der Anziehung im Universum. Was sagt das? Der ist nicht gruppenkompatibel. Gut, kriegt da mehr von. Du weißt, wen ich jetzt gerade imitiere. Natürlich, das ist schon klar. Ja, ja, ich bin bei dir. Ja, ja. Genau. Du hattest am Anfang gesagt, du hast das Stichwort Angst vor der eigenen Größe. Wenn du diesen Satz jetzt nochmal hörst oder wenn du ihn jetzt nochmal aussprichst, machst du das nochmal bitte? In welcher Form? Sag diesen Satz. Ich habe Angst vor meiner eigenen Größe. Ich habe Angst vor meiner eigenen Größe. Wie fühlt sich dieser Satz jetzt an? Der fühlt sich so an wie, nee, ich freue mich total. Ich finde meine Größe total geil. Ach, und jetzt, du weißt noch den Satz, den du am Anfang aufschreiben solltest? Ja. Den du aufgeschrieben hast? Ja. Jetzt schreibe ihn bitte noch einmal so auf, wie er jetzt für dich richtig ist. Wie es sich richtig für dich anfühlt, jetzt. Da kann ich auch andere Worte verwenden, oder? Weil ich muss selbst so, natürlich. Ja. Worte sind nur Worte. Es geht um die Botschaft. Und magst du verraten oder nicht? Ich liebe mich selbst so, wie ich bin. Hammer, Junge. Was passiert gerade mit dir? Ich mache wieder auf, ich bin wieder da, ich bin wie ich, ich spüre mich wieder voll. Das ist, und so ist, das ist. Ja, das ist mein Lot, das ist mein neues Normal-Null und an das darf ich mich jetzt noch viel mehr gewöhnen. Wenn du dir das Replay nachher anschaust, möchte ich dich gerne einladen, guck dir die ersten 5 Minuten an und guck dir jetzt Minute 35 bis 40 an. Das dazwischen brauchst du nicht. Die ersten 5 Minuten und Minute 35 bis 40. Hammer. Hammer. Ah, geil. So, was machst du denn jetzt damit? Was nimmst du raus? Was nimmst du mit? Das ist leider, nein, das ist, ja, also das meine ich jetzt mit der positiven Konnotation, dass es leider richtig geil ist, wie es ist. Es ist richtig geil. Ist echt richtig geil und alles, was gerade so passiert, ist auch richtig geil. Punkt. Das war aber nicht die Antwort auf meine Frage. Okay. Was tust du oder was nimmst du aus diesen 40 Minuten jetzt mit oder was kannst du für dich mitnehmen, dass du etwas besser vorbereitet bist auf eine womöglich sich wiederholende emotionale Delle. Weil davor gefeit wirst du nicht sein. Naja, natürlich. Na gut, ich kann den Anker setzen und abrufen. Schreibst du dir das Wort bitte auf, Anker? Ja. Und was ich an anderer Stelle eh schon gemacht habe, was mir aber halt jetzt überhaupt gerade mal einfach wieder nicht bewusst war, weil es irgendwie völlig irgendwie, ja, ich war halt so in diesem Dunst irgendwie drin, Kraftorte
aufsuchen oder aufrufen. Also das, was ich jetzt gerade in der Meditation auch schon unbewusst irgendwie gemacht habe, ich war ja an dem Kraftort in Gedanken und ja. Und wenn ich dich jetzt frage, wo ist dein Kraftort in dir? Zeig bitte drauf mit der Hand. Danke. Ich bedanke mich von Herzen tatsächlich für diese wundervollen 45 Minuten. Tanja the Rocket, es ist so geil, echt to the point, Wahnsinn. Ich find's mega, danke dir. Ist es denn jetzt genauso okay? Oder brauchst du jetzt noch etwas? Klassische Abschlussfrage. Nee, das ist die Essenz, Tanja. Ich hatte mich darauf eingestellt, so, dass ich erstmal noch ein bisschen jammer und ein bisschen um den Scheißehaufen fliege, aber du hast mich sehr schnell da eingefangen, wo ich eigentlich hingehöre. Insofern kann ich mir das sparen, da jetzt irgendwie groß, ja, rational über irgendwas rumzuquatschen, weil das ist die Essenz. Ja, insofern danke. Sowas von gerne. Und du hast gut gearbeitet. Du hast echt gearbeitet. Das wirst du nachher merken. Kam mir gar nicht. Bei mir kam es vor wie 5 Minuten. Und krass, ja. Hammer, voll geil. Ganz offensichtlich geht es dir gut. Ja. Das ist so schön zu sehen. Die Veränderung, die ersten 5 Minuten und jetzt die letzten. Das ist der Grund, warum ich meinen Job so liebe, das zu sehen und das begleiten zu dürfen, das da teilhaben zu dürfen. Das ist für mich jedes Mal so ein Geschenk. Ja, ist es. Und für mich umgekehrt ja genauso. Und trotzdem ist es so geil, wenn du halt dann selber auf dem Stuhl sitzt und mit dem eigenen Thema da sitzt. Wahrscheinlich, wenn ich mich selber da sehen würde, würde ich mir auch denken, oh, ist doch klar. Nimm die eigenen blinden Flecke einfach. Ja? Klar, kenne ich verdammt gut. Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt siehst du auch etwas entspannter aus. Ich bin viel entspannter, weil die Energie jetzt da ist, wo sie hingehört und wo sie wirklich, ja, das ist ja einfach geil. Aber ich fand es schön, wie du mir das gerade auch nochmal so gesagt hast mit der Überholspur, weil ich glaube, das ist schon so ein Thema im Moment halt oder immer wieder, weil ich meine, ja, genau wie du bin ich halt einfach auch echt auch super auf der Überholspur unterwegs. Also das ist halt ja, echt wie so ein Dragster irgendwie auf der Viertelmeile, so in unter 4 Sekunden auf 500 km/h. Das ist halt manchmal echt krass, ja. Genau. Und da sich gegenseitig, also da dann auch Menschen zu haben, Kontakte zu haben, Verknüpfungen zu haben, um sich immer wieder zu ankern, zu erden. Ne? Also man muss ja gar nicht das Tempo verlieren. Aber ein kurzer Zwischenstopp, Moment mal. Bin ich noch auf meiner Spur? Mhm. Ne? So. Mhm. Da muss man gar nicht das Tempo drosseln. Das machen wir gehen. Ja, ganz. Ja, genau. Und dann, dieses Dexter-Bild gefällt mir. Wenn dann der wirklich dann zu viel Gas gibt, dann hebt er halt vorne hoch, aber kommt halt irgendwie nicht vom Fleck und nicht im Ziel an. Und das ist dann so ein Moment, ja. So, und ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo ich den Staffelstab gerne wieder an dich zurückgebe. Wäre das in Ordnung für dich? Ja, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Ich habe ja mir heute nichts weiter irgendwie überlegt, großartig, sondern ich habe mir nur gesagt, okay, wir drehen das einfach um und schauen uns heute, also du darfst in die Rolle gehen des Coaches und hast mich ja genau da abgeholt an dem Punkt. Und Also das ist so meine ganz persönliche Frage. Wie leicht oder schwer ist es dir gefallen, diese Rollen zu wechseln? Also auch gedanklich im Vorfeld. Und wie hast du jetzt diesen Prozess für dich wahrgenommen? Das sind gute Fragen. Also anfangs ist es mir tatsächlich ein bisschen schwer gefallen. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich ins Gefühl gekommen bin, weil ich natürlich noch so in der Rolle war, irgendwie organisiert und aufgesetzt, also von meiner Seite so diese Verantwortung und jetzt bist du und dann schon so ein bisschen gebraucht, bis ich da so reingekommen bin.
Und dann spätestens an der Stelle, wo ich halt dann dieses Gefühl weiter beschreiben sollte und so weiter, da musste ich ja irgendwie dann bei mir sein, weil sonst hätte ich ja da, wäre ich ja da nicht weitergekommen. Also das hat mich, dann war ich, da war ich dann bei mir, wo ich da wirklich dann versucht habe, das zu greifen, zu benennen, was da nicht so genau zu benennen ist. Und ja, der Rest ist Geschichte, kann man sich anschauen. was war der zweite Teil der Frage? Den hast du eigentlich schon beantwortet. Also wie der Prozess für dich war, wie du ihn für dich wahrgenommen hast. Das ist spannend immer wieder. Also deswegen liebe ich das auch so. Also ich bin genauso gerne Coach wie Klient. Weil du halt echt in dem Moment, ja, da bist du halt einfach, du bist halt da einfach damit selber mit deinem Thema und da bist du jetzt nicht irgendwie am Überlegen, du bist halt bei dir, du bist mit deinem Ding irgendwie beschäftigt und versuchst es jetzt irgendwie zu lösen. Mir kam es jetzt halt so super kurz, also ich habe gedacht, 5 Minuten waren das jetzt gefühlt. So, und das ist halt so krass, weil du halt, ja, also ich bin dann halt so bei mir mit meinem Ding beschäftigt, dass ich um mich rum gar nichts mitkriege dann. Und selbst irgendwie, ja, also ich meine, mir war das schon bewusst irgendwie so, dass du halt schon sehr to the point irgendwie, ja, und das habe ich schon wahrgenommen und fand ich auch geil, weil halt ich tendiere sonst so dazu, irgendwie auszuweichen, so, lass uns noch mal irgendwie dahin gehen und lass uns noch mal dahin gehen und richtig, genau, und das finde ich, ja, ist dann einfach schön zu spüren, wenn man dann halt jemand hat, wo man merkt einfach, ja, das da komme ich nicht aus jetzt. Hast dich drauf eingelassen. Ja, voll, voll. Ich würde mich auch freuen, wenn die Kollegen, die jetzt zuschauen oder vielleicht noch im Replay zuschauen, auch die Angst davor verlieren oder auch die Scheu davor verlieren, tatsächlich die Rollen auch bewusst zu tauschen. Und ich da, ganz ehrlich, ich appelliere da, wenn ich das jetzt mal so tun darf, an das Thema Qualität in unserer Arbeit. Wir können nur mit Menschen arbeiten, wenn wir genau das regelmäßig machen, also Psychohygiene, unsere eigenen Themen immer wieder betrachten. Wir müssen dafür nicht in die Therapie gehen, aber kollegial, in die kollegiale Fallberatung, die kollegiale Supervision, um immer gut zu gucken, wir entwickeln uns ja auch weiter. Und ich finde das so zentral in unserer Arbeit, dass wir das verpflichtend, uns selbst verpflichten, das zu tun, damit wir wirklich einen guten Job für unsere Klienten, für die wir Verantwortung in dem Prozess dann auch tragen, das auch gut tragen können. Absolut, bin ich voll und ganz bei dir, unterschreibe ich auch total. Also ich erinnere mich auch an meine letzte Weiterbildung jetzt zurück, die ja jetzt ein Jahr ging für den psychologischen Berater in Vorbereitung auf den HP-Psych. Und ich habe echt immer diese Teile am liebsten gemocht, also wo wir wirklich dann in die Anwendung gegangen sind. Und egal, ob ich jetzt in der Coach-Therapeutenrolle war oder in der Klientenrolle, ich fand das mit neben meinen eigenen Prozessen, die sich entwickelt haben, einfach das Wertvollste. Kennst du in diesem Zusammenhang, habt ihr auch Triadenarbeit gemacht? Also im Prinzip einen Beobachter dabei zu haben, der den gesamten Prozess nachher nochmal beschreibt. Also das finde ich auch mal eine tolle Methode, um noch auch von außen nochmal Input zu bekommen. Also das gefällt mir auch immer sehr, sehr gut. Das ist auch mal sehr, sehr hilfreich. Ja. Absolut. Das ist wirklich, ist so. Also das ist mega wertvoll für beide. Insbesondere natürlich jetzt für den Coach, wenn der natürlich nochmal dann Feedback halt bekommt. Und der Prozess einfach nochmal von außen mit beobachtet wird sozusagen, finde ich unfassbar geil und unfassbar wertvoll. Da kann man so viel draus lernen. Ja. Ja. Und ich habe gerade noch irgendeinen Impuls gehabt, weil ich gerade, ja genau, also dass man halt immer selber auch dran bleibt, einfach sich auch nicht vor seinen eigenen Themen versteckt oder ja, halt denkt, boah, jetzt irgendwie bin ich ja Coach, ich habe ja jetzt irgendwie alles, natürlich wissen wir das alle, dass wir immer Sachen haben. Aber ja, keine Ahnung, wie jetzt heute bei mir auch. Ich meine, ich kenne das ja alles, aber in dem Fall, wenn du halt selber da gerade so in einer Schleife bist, ja, dann ist halt irgendwie, ist halt gerade mal einfach, bist du, rennst da gerade in eine Sackgasse und merkst es. Und da finde ich es einfach mega. Und ist mir heute auch richtig bewusst gewesen, so, oder wie wertvoll das ist, gerade in so einer,
ja, mit so Menschen verbunden zu sein wie mit dir und allen anderen hier in der Gruppe, das ist so mega geil, was da entsteht. Und ich finde es auch echt Hammer, wie sich eben gerade alle jetzt aus der Challenge, Tanja, die wir am Freitag im Prinzip aus unseren eigenen Themen geboren haben, was da auf einmal rauskommt. Hammer, die Leute zeigen oder? Sich. Unfassbar. Da, und ich finde es mega. Ich finde es gut. Ja. Als ich die vor ein paar Wochen diese Gruppe gegründet habe, da hätte ich nicht gedacht, dass was da alles möglich ist. Also, dass die Leute echt inzwischen fast täglich da live gehen und sich zeigen und was da für eine Energie herrscht, es ist ja echt krass. Ich habe gerade einen Impuls. Lass uns das mal, einfach nur mal will ich jetzt reinschmeißen. Auch nicht drüber diskutieren oder so, sondern einfach mal, man könnte ja diese Gruppe und diese Energie tatsächlich auch nutzen unter uns Kollegen. Wenn jemand ein Thema hat, wenn jemand eine kollegiale Supervision braucht, ja, zu sagen, so, liebe Leute, ich habe hier mal ein Thema oder ich habe hier einen Fall, hier geht es gerade quer, ja, so, wer mag mal mit mir, ich brauche eine Supervision. So untereinander, ne, kollegial, wäre ja auch eine Möglichkeit, so, aber ich habe eine ganz andere Frage jetzt zum Abschluss noch. Du änderst dich noch an dein Intro, warum du dein Thema, warum du das jetzt hier machen wolltest, das Coaching, das Live-Coaching? Ja. Worum es da ging? Ja, die Ab, was war das jetzt eigentlich nochmal? Ist egal. Spielt keine Rolle. War eh nicht wichtig. War nur Ablenkung. Geil. Ja. Das wollte ich nochmal bestätigt haben. Danke. Ja, genau, okay. Das war eine Ablenkung, ja, richtig. Genau. Sehr schön. Nee, das mit der Supervision finde ich cool. Also ich finde es eh schon total schön, was da jetzt alles für Verbindungen entstehen. Und bei mir ist tatsächlich heute auch ein Impuls gewachsen, den spreche ich jetzt einfach direkt mal aus. Ich werde eine Mastermind-Gruppe gründen, wo alle Menschen reingehen können, die genau Lust haben eben auf diesen kollegialen Austausch. Und ich weiß noch nicht genau, was da alles entsteht, aber es wird auf jeden Fall in dieser Energie laufen. Und ja, alles weitere folgt. Mhm. Weil ich wünsche mir was Regelmäßiges, wo ich genau in so einer Energie schwinge mit Menschen und wo ich mich einbringen kann mit meiner Energie, mit dem, was ich halt auch sehe und wahrnehme, aber auch alle anderen. Also wie so eine Art, ja, halt lauter Menschen, die wie wir auf einer ähnlichen Reise sind, einen ähnlichen Background haben, ähnliche Erfahrungen sammeln, die gerade in diesem Prozess sind, sich da weiterzufinden und daran gemeinsam wachsen wollen. Kollegiale Peer Group. Sehr geil. Ja. Genau. Da ist wieder die eigene Größe. Jetzt darfst du dich noch kurz setzen und dann. Ein Schritt nach dem anderen, es geht immer nur nach vorne. So ist es, genau. Und die Rakete geht immer nur nach oben, solange der Schub da ist. Ja, und danach ist sie ja im schwerelosen Raum. Richtig. Da darf man dann mit den kleinen Düsen arbeiten. Stimmt, ja, das ist ein sehr schönes Bild. Ja? Das ist ein sehr schönes Bild. Da ist nicht mehr die schiere Power relevant, sondern da ist dann die Feinfühligkeit relevant. Da entsteht übrigens auch gerade ein sehr geiles Markenbild. Bin ich jetzt heute nicht mehr dazu gekommen. Ich bin ja gerade dabei, mit dem Olli meine Marke zu entwickeln. Werde ich wahrscheinlich morgen was posten in der Gruppe, wo ich mir ein bisschen Feedback aus der Crowd einhole. Das ist total geil, was da gerade entsteht. Ja, Tanja, dann sage ich vielen lieben Dank. Möchtest du noch irgendwas loswerden, irgendwas teilen? Möchtest du noch irgendwas zu deinem Coaching-Angebot mit unterbringen in dieser Session? Ich liebe meinen Job und ich weiß nach solchen Sessions immer wieder aufs Neue, wie richtig ich bin und wie richtig ich an diesem Ort und in dieser Zeit bin. Und dafür bin ich so unendlich dankbar. So unendlich dankbar teilhaben zu dürfen, klitzekleine Stückchen des Lebensweges von Menschen, die mich in ihr Herz und in ihre Seele schauen lassen. Und das ist ein Geschenk, das ist unbezahlbar. Also auch dafür dir vielen Dank für dieses Geschenk. Ich danke dir, Tanja. Man spürt es auch, diese Dankbarkeit, diese Energie. Das ist, ja. Ich
Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ja. Die wirst du haben. Die werde ich haben. Liebe Tanja und ihr Lieben da draußen. Ja. Geil. Weitermachen. Eine Stunde, mal, das ist eine Punktlandung, als wenn wir es abgesprochen hätten. Krass, ja, super geil. In diesem Sinne. Ich wünsche dir was. Gute Nacht. Ja, tschüss. Ciao.